Der Ralf fährt da jetzt gerade seine Fiat Uno. Das Boot stammt auch ursprünglich aus Deutschland von unserem Freund, dem Albert. Der Ralf hat es ihm abgekauft, hat einen neuen Motor reingesetzt. Da ist jetzt ein italienischer Motor drin mit 50 Kubikzentimeter. Sie hören das vielleicht auch so ein bisschen, der Knatter von den Fliegern erkennt. Die Turbinen sind angeschlossen an ein Getriebe. Und gehen dann über die zwei Propeller. Die Boote gibt es auch so in echt. Also das ist ein Scale-Modell, was wir jetzt gerade hier fahren können. In den USA fahren die Boote auch mit Düsenantrieb. Das Boot wird vom Hans-Peter aus Deutschland. Die haben mal eine Serie gemacht für Boote, haben da verschiedene Turbinen angeboten, die dann diese Turbinen und ca. 5000 Euro pro Stück pro Turbine müssen sie da investieren, also dann haben wir mindestens dann mal 10.000 Franken knapp auf dem Pfalz herumfahren, tendenziell sogar eher mehr, weil sie müssen Turbinen kaufen.